Ding, ding, ding! Mahlzeit und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy Nr. 7. Ja, letzte Folge sind wir hier im Tempel des alten Volkes. Tempel der Vorfahren. Ich will mal Tempel der Vorfahren sagen. Warum auch immer. Tempel des alten Volks unterwegs gewesen. Haben ihn ein wenig erkundet, sind durch ein Labyrinth gelaufen, haben ein kleines Uhrenrätsel gemacht und ganz zum Schluss hier dieses Rätselchen mit diesen Durchgängen. Ich hatte ja gesagt, beziehungsweise geschrieben in der letzten Folge, dass ich das jetzt nochmal ausführlicher machen möchte. Und zwar will ich das herzeigen anhand von einigen Zahlen. Ne? Ich stelle mich mal jetzt hier hin in der Mitte und mein Zukunfts-Ich wird einmal ein paar Zahlen einblenden. Ich hoffe, da sind sie. Und da seht ihr schon, welche Türen zugehörig sind. Ich habe quasi, wenn ihr Zahlen doppelt seht, quasi dort kommt ihr dann wieder heraus, ne? Aus den verschiedenen Zimmerchen, hätte ich fast gesagt, aus den Tunneln. Ne? Wenn ihr jetzt da quasi beispielsweise bei der 3 reingeht, kommt ihr bei der 3 natürlich auch wieder raus. Ne? Und wenn ihr dann quasi einmal wieder zurücklauft, ich versuche das mal im Herz zu zeigen, wenn du da reinläufst, ne? Läufst du da, kommst du da unten wieder raus. Und wenn du da reingehst, kommst du wieder woanders raus. Ne? Also immer, wenn du hier zurückgehst, siehst du ja, kommst du quasi aus anderen Türen wieder raus. Deswegen stehen da auch zwei Zahlen manchmal daneben. Ne? Ich hoffe, du verstehst es jetzt, wie ich das meine. Es war ein bisschen schwierig zu erklären das letzte Mal. Ne? So, deswegen, zack, so. Man kommt quasi aus der Welt, wenn ihr gesehen, da kommt man da unten raus, kann aber wieder zurück, kommt dann da oben raus. Ne? Deswegen die Zahlen. Ich hoffe, ich konnte es so ein bisschen erklären. Bist zufrieden mit mir? Ja, was wollen wir in dieser Folge eigentlich tun? Wir wollen den Tempel des alten Volkes, mein Gott, ich krieg's nicht auf den Schirm. Tempel des alten Volkes wollen wir jetzt durchlaufen, beziehungsweise final durchlaufen, das Ende etwas erleben und so weiter und so fort. Wir haben noch, ja, zwei Bossgegner, ihr seht's schon, die sind, noch nicht. Aber wir schauen uns mal kurz die Übersicht an. Etwas verzerrt hier die beiden Viecher, die uns noch vor der Nase stehen. Jetzt natürlich ausgegraut auf der rechten Seite. Gegner haben wir jetzt keine neuen, außer jetzt beide zwei Bossgegner noch. Die wollen wir dann natürlich erledigen. Und Schätze haben wir nur noch, ich glaube nur eine, genau. Seht ihr ja auf der rechten Seite. Ja, es wird diese Folge etwas emotionaler, definitiv. Und ich kann schon mal sagen, dass es von dieser Folge hier jetzt noch einen Bonusteil gibt, der quasi den ganzen Tempel mit verschiedenen Charakteren durchläuft, was ziemlich interessant ist. Also für mich war es ziemlich interessant, weil ich so ein paar Fragen hatte, so, hey, was passiert, wenn ich jetzt den nehme oder was passiert, wenn ich den nehme, hier durchlaufe? Also das Ganze machen wir in einem Bonuspart nach dieser Folge. Vielleicht kommt es ja am selben Tag, ich weiß es noch nicht hundertprozentig, je nachdem, wie schnell ich damit fertig werde, okay? So, ja, ich würde sagen, die Türen habe ich erklärt, die Monster habe ich hergezeigt und wir legen los, laufen weiter. Ich bin ja immer noch mit Cid, ne, mit Aerith. Man hätte vielleicht auch einen anderen Charakter nehmen können, da wäre das Ganze, glaube ich, ein bisschen cooler hier abgelaufen. Aber egal, wir sehen sie ja eh nochmal. Das hier ist der Saal mit den Wandmalereien. Wo bist du, Sephiroth? Ah, da ist er. Noch nicht ganz materialisiert, irgendwie doppelt, naja. So kalt. Ich bin immer an deiner Seite. Komm. Hä? Das hier mal weg. Was willst du von mir? Großartig. Ein Raum voller Wissen. Ich verstehe nicht, was du sagst. Ich verstehe nicht, was du sagst. Oh Gott. Naja. Sieh genau hin. Wohin? Das, was das Wissen des alten Volks mehrt. Ich werde eins mit dem Planeten. Und dann fliegt er weg. Was ist hier los?
Mutter, gleich ist es soweit. Bald werden wir eins. Ist mit ihm los? Auf welche Weise gedenkst du, eins mit dem Planeten zu werden? Das ist ganz einfach. Wenn der Planet verletzt ist, sammelt er spirituelle Energie, um die Wunden zu heilen. Wie viel Energie sich ansammelt, richtet sich nach dem Ausmaß der Verletzung. Auf mit deinem Schwert hier so rumzufuchteln. Ich finde es übrigens ziemlich cool, diese nicht ganz Materialisierung von ihm, dieses Nachfaden ins Netz. Was würde bei einer Verletzung passieren, die für den Planeten lebensgefährlich ist? Stell dir vor, wie viel Energie sich dann ansammeln würde. Und ich werde mitten in dieser Wunde stecken. Und die grenzenlose Energie wird mir gehören. Indem ich mit der gesamten Energie des Planeten verschmelze, werde ich zu einer neuen Lebensform, zu einer neuen Existenz. Ich werde mich mit dem Planeten vereinen und nicht mehr in meiner bisherigen Form existieren. Und so werde ich als Gott wiedergeboren und herrsche über alle Seelen. Okay. Eine Verletzung, die ausreicht, diesen Planeten zu zerstören? Den Planeten verletzen? Sieh nur das Wandbild. Der ultimative Zerstörungszauber. Meteor. Das wird niemals geschehen. Wache auf. Was? Hä? Wo bist du? Sephiroth! Warte, Cloud! Was macht ihr da? Cloud? Cloud! Was zum Teufel geht hier vor? Schwarze Materie. Meteor rufen. Cloud, reiß dich zusammen. Cloud? Ich bin Cloud? Was soll ich? Was? Wie? Hä? Ich verstehe nicht. Also, hä? Ich erinnere mich jetzt. Cloud! Was ist los? Stimmt was nicht? Nee, alles klar. Mach dir keine Sorgen. Okay, Cloud. Oder? Sephiroth ist weg. Keine Sorge. Ich weiß, was er meint. Das muss der Meteor sein. Das kapiere ich nicht. Fällt irgendwas vom Himmel? Ich will nichts hören. Also, Zauber, genau wie Sephiroth gesagt hat. Der ultimative Angriffszauber Meteor. Durch diesen Zauber werden kleine treibende Asteroiden eingefangen. Und dann kracht's. Dieser Planet wird vielleicht ganz ausgelöscht. Ich glaube, Komet wäre, glaube ich. Nee, Komet, Asteroid. Doch, Asteroid passt. Ja, passt schon. Sephiroth! Nein, ich bin es nicht. Ja, natürlich ist er es nicht. Es ist ein altbekannter, und zwar ein roter Drache. Ja, ich lese natürlich wieder was vor. Cloud wechselt Limit. Oha. Cloud wechselt Limit?
Das verstehe ich jetzt nicht. Ich glaube, Sid wechselt Limit. Habe ich, glaube ich, eben falsch gelesen. Naja, der rote Drache steht vor der Nase. Er hat 6800 Lebenspunkte, keine Schwächen, absorbiert Feuerattacken, ist immun gegen Gravität, genau. Tod, Schlaf, Konfus, Stumm, Stopp, Frosch, Klein, langsame Versteinerung, Stein, Todesurteil, Berserk und manipulierender Boss. Abilities, ein Drachenfang, quasi, ne, so ein physischer Angriff, eine Schwanzattacke, was auch ein physischer Angriff ist, und natürlich der Hauch des roten Drachen, was Magieschaden, Feuer beinhaltet. Ja, stehen, mit dem Morphen kann man nix. Nach dem Kampf gibt's ein Drachenamulett. Und ja, die Taktik ist eigentlich hier wie folgt. Ich hätte mich noch umrüsten können, habe ich jetzt aber leider vergessen, aber ich erzähle euch, was man machen kann. Natürlich können wir Feuer, Materie auf die Rüstung legen via Substanz, dass wir immun gegen Feuerattacken sind. Entweder auch noch was, den Feuerring ausrüsten, dass wir da auch nochmal immun gegen Feuer sind. Ansonsten können wir hier im Kampf uns schützen durch große Wache, dass wir vielleicht den Drachen in den Giftzustand versetzen, wäre eine Möglichkeit. Und natürlich irgendwelche Limitangriffe ausführen, die den Drachen paralysieren. Wie der Kreuzschlag beispielsweise und oder böses Versiegeln von Aerith, den Limitangriff. Genau, und wenn wir von Tifa noch die Power Soul angelegt haben, machen wir noch ein bisschen mehr Schaden. Und wenn irgendwie alle anderen nicht mehr am Leben sind, machen wir natürlich noch umso mehr Schaden. Beziehungsweise im Todesurteil uns aufhalten würden. Ja, Power Soul, das Ding, die Waffe, macht natürlich ein bisschen mehr Schaden. Das ist natürlich die beste Attacke von Tifa, aber die haben wir jetzt nicht mit dabei. Ja, easy peasy eigentlich. Ich versuche mal hier Bio 3 einfach mal drauf zu zaubern. Vielleicht funktioniert es ja, dass wir ihn in den Giftzustand bringen. Ist jetzt aber nicht so schlimm, falls es nicht passiert. Wir sind eh schon etwas stärker als sonst. So, was haben wir hier noch? Wir können ja mal versuchen, ihn in den Stoppzustand zu versetzen. Und Sid, machen einfach mal einen Megasprung. Tja, hat nicht ganz funktioniert. Ich lese auch gerade, er ist ja auch immun gegen Stopp. Also wir könnten ihn nur paralysieren, indem wir, dass wir Limit-Attacken machen. War gerade doof von mir, ich weiß. So, ansonsten greifen wir einfach weiter an. Wir sind ja schon so stark, dass das Ganze hier einfach über die Bühne geht. Und da ist er auch schon hinten. So, ordentlich Erfahrungspunkte und Gewitter mastert. Und gebärt so eine neue Substanz. Hier ist das Drachenarmband. Erzähle ich dann auch nachher noch was dazu. Und da fällt was auf den Boden. Was ist denn das? Eine rote Materie. Nice. Irgendein Zeichen von Sephiroth? Er ist verschwunden. Ja, und hier sammeln wir unseren einzigen Schatz auf. Die Materie Bahamu. Die wollen wir natürlich gleich mal ausrüsten. So, nee, Quatsch. Hier, Materia. Ich geb's einfach mal. Nicht Aerith. Auf gar keinen Fall Aerith. Sondern, komm, machen wir das mal hier. Ich kann es einfach nur mal eben zum Herd zeigen. Bahamu. Angewählt. Ach, Kinders. Es ist der Zeitpunkt. Bitte, tut euch selber einen Gefallen, wenn ihr einen 100% Itemspeicher haben wollt. Entrüstet Aerith nun. Das war der letzte Kampf, den wir... Nee, Quatsch, wir haben jetzt noch einen Kampf mit ihr vor uns, aber da will ich, dass sie nicht die tollsten Sachen dabei hat. Der Schlagstock lege ich ihr mal an. Ansonsten Sachen, die wir vielleicht doppelt haben. Hier wie die Bronzereif und den Sternamulett, das habe ich doppelt. Dass wir ihr das geben und wir nehmen ihr alles weg. Wir nehmen hier alles weg. Die, die das Spiel kennen, wissen warum. Die, die es nicht kennen, fragen sich halt, hä? Wieso das denn? Also, ich sag's mal so, Aerith wird uns nach dem nächsten Bosskampf auf jeden Fall verlassen. Und daher nehme ich einfach alles weg. So. Genau. Ich mache dann auch jetzt hier die Kämpfe aus, weil hier in diesem Areal rennen sogar noch neue Gegner rum, aber Gegner rum, die wir schon gesehen haben. Und zwar sind es die alten Drachen. Sogar in dreifacher Form. Könnt man ein bisschen leveln hier, falls ihr Bock habt. Ich weiß jetzt noch nicht, ob sie jetzt hier rumrennen, aber sie rennen auf jeden Fall gleich noch rum, wenn wir hier wieder auf dem Weg raus sind. Und da wir jetzt die Bahamu-Materie eingesammelt haben, kriegen wir sogar noch eine Trophäe für die PS4, und zwar nennt sie sich Flügge, wenn wir diese erhalten haben. Genau. Ja, wir könnten jetzt versuchen, hier hinten wieder rauszugehen, aber es wird gesagt, wir sitzen fest. Warum? Also gehen wir hier in diese Richtung. Und da ist ein komisches, eine schwebende Pyramide. Die sieht so aus wie der Tempel hier. Und wieso kann ich da nicht hin? Jetzt.
Was ist das? Da steht etwas geschrieben. S-C-H-W-A-R-Z-E-M-A-T-E-R-I-A. Kann das wohl sein? Schwarze Materia. Aha. Hey! Schwarze Materia. Was sollen wir tun, Cloud? Ja, hier können wir noch so ein paar Sachen machen. wenn wir schütteln und das nehmen wollen. Also schütteln und nehmen haben quasi eigentlich dieselbe Animation zufolge. Ja, wir gucken uns einfach nur mal das hier an. Wenn wir nichts machen, geht der Dialog ganz normal weiter. Ich mache jetzt hier keine Variationen, um das herzuzeigen. Deswegen, ja, ne? Warte mal, ich frage. Ich habe schon gemerkt, dass hier, wenn wir das anfassen, ne, dass es ein bisschen wackelt. Ich verstehe nicht. Was? Wirklich? Sie sagten, der Tempel selbst sei die schwarze Materia. Was meinen Sie? Das ganze Gebäude hier ist also die schwarze Materia? Dieser gigantische Tempel? Das ist die schwarze Materia? Dann kann sie sich also niemand nehmen. Schwierig. Dies ist ein Modell des Tempels. Und darin befindet sich eine Vorrichtung, die mit jedem Rätsel, das du lässt, kleiner wird. Also irgendwie mit jedem Rätsel, das du löst, kleiner wird. Ist ganz viele Fragezeichen über meinem Kopf. Wenn man das nehmen will, muss man ein Rätsel lösen. Oder wie? Und dann wird es immer kleiner? Doch nicht nur das Modell wird immer kleiner, sondern auch du. Am Ende ist es so klein, dass es in deiner Handfläche Platz hat. Wenn wir also das Rätsel lösen, wird die schwarze Materie immer kleiner und wir können sie herausnehmen? Tja, schon, aber es gibt einen Haken. Du kannst die Rätsel nur im Tempel lösen. Dummerweise wird jeder, der die Rätsel löst, im Tempel zerquetscht. Verstehe. Das alte Volk wollte nicht, dass der gefährliche Zauber auf einfache Weise aus dem Tempel geschafft werden kann. Also jetzt mal ganz kurz, ne? Warum schreiben die nicht einfach oder haben die es nicht einfach geschrieben, von wegen, wenn wir das jetzt da wegnehmen würden, das, was da ist, ne? Das, was da schwebt, wenn man das wegnimmt, dass der Tempel quasi sich zusammenzieht und zu schwarzer Materia wird. Dass das quasi der Auslöser dafür ist. Das hätte doch vollkommen gereicht, ne? Nicht irgendwas noch mit Rätsel lösen und so weiter. Hä? Verwirrt. Du hast verwirrt. Einfach das Ding wegnehmen und zack, wird der Tempel zur schwarzen Materie. Das wäre eine einfache Erklärung gewesen für alle. Mann, so wie bei Indiana Jones. Ne, nimmst was weg, hast es in der Hand und irgendwie alles stürzt ein. So. Naja. Von solch derartig gefährlichen Zeugs lässt man wohl am besten die Finger, hä? Nein, wir müssen eine Möglichkeit finden, sie herauszukriegen. Denn Sephiroth hat Unmengen williger Helfer jeden Kalibers. Hä? Hä? Gott, es bedeutet ihm nichts, ihr Leben für die schwarze Materie zu opfern. Hier ist sie nicht sicher. Wisst ihr, hier zum Beispiel, fast an, dann fängt alles an zu wackeln. Das ist so ein Anzeichen dafür, dass wenn man es wegnimmt, der Tempel schrumpft und zu schwarzer Materie wird. Naja, egal. Also, was sollen wir tun? Hä? Handy? Ich geh mal ran, ne? Hallo, Cloud. Das ist Kathis. Hier ist Kathis. Ich habe alles mit angehört. Vergiss mich nicht. Alles, was du sagst, ist absolut richtig. Du kannst meinen ausgestopften Körper für die Zukunft des Planeten nehmen. Wir dürfen nicht zulassen, dass die schwarze Materie sehr viel in die Hände fällt. Und Shinra darf sie auch nicht bekommen. Aber Cloud, uns bleibt gar nichts anderes übrig. Bitte habt Vertrauen zu mir, ihr alle. Ich denke, wir haben keine Wahl, kommt nicht in Frage. Du bist vielleicht ein Dickkopf, Cloud. Bitte, gib Glaube mir, Cloud. Hab wohl keine andere Wahl. Ja, ne? Wenn wir das jetzt nochmal machen, wiederholt sich's wieder in Endlosschleife. Wir machen aber, wohl keine andere Wahl. Also gut, überlasst alles mir. Beeilt euch bitte, ihr müsst hier raus. Ich warte am Ausgang. Okay. Ja. Ne, und ihr merkt schon, also ich hatte da sofort so ein
Hey, was ist denn eigentlich, wenn Kate Thithfield in der Partei ist? Ne? Ja, schauen wir uns, wie gesagt, dann im Bonuspart nochmal alles an. Und so weiter und so fort. Das war so der erste Punkt, wo ich mir dachte, so, okay, das ist, könnte man sich nochmal angucken, das wäre sehr interessant. Dann kam mir der Gedanke so, wie ist es eigentlich, wenn Red 13 hier mit rumrennt? Der ist ja auch so ein bisschen altertümlich drauf in Häkchen, ja? Der ist ja auch schon steinalt. Vielleicht passiert da auch noch ein bisschen mehr. Und dann kam mir so bei einer anderen Szene noch der Gedanke, was ist denn, wenn Tifa eigentlich mit dabei wäre? Ja, sehen wir alles dann im Sonderteil. Ne? So, wir können jetzt hier rauslaufen. Wenn wir das Ding jetzt nochmal berühren würden, dann fängt es wieder an zu wackeln. Also, ne, ich habe mich jetzt genug ausgelassen, dass das einfach, glaube ich, einfach hätte anders beschrieben werden können. Ja, ja. Na gut. Jetzt können wir hier raus und jetzt kann man jetzt hier auch noch hin und her rennen, ein bisschen leveln und so weiter. Kann auch hier wieder raus, dann sich nochmal bei dem Dude hier auffrischen lassen. Ne? So, hier ausruhen. Pling, pling. Wiederhergestellt. Speichern könnte man nochmal. Und, gerade mal ganz kurz geguckt. Ausrüstung, was wir hier noch angelegt haben. Ich weiß gar nicht mehr, Sprintschuhe haben wir hier. Ich würde gerne nochmal ganz kurz was umkoppeln, weil Gift ist jetzt die, ne, Kombo hier mit Nebenwirkungen und Gift ist jetzt nicht ganz so toll. Ja, ich weiß gar nicht, was ich da nehme. Ich versuche es mal mit dem Todesstoß. So. Einfach angelegt, damit die Kopplung weg ist. Ja, Ausrüstung, ne, habe ich ja gesagt, Aerith wollte jetzt vielleicht nackend in Häkchen rumrennen. Ansonsten ist bei Sid die Daruna ist einfach das Beste, was wir haben. Ausgerüstet. Wir könnten hier vielleicht noch. Ja, was könnte man denn nehmen? Hier Stärke plus 10, damit er noch ein bisschen kräftiger wird. Aber da wir ja schon hier bei Cloud Limit Schwertwirbel haben. Und wenn er einmal das Limit hat, das Viech eigentlich schon One-Hit wird, also der nächste Boss, dann. Ja, ja. Oh, ich bin falsch gelaufen. Wird das schon gut gehen, aber ich erzähle dann gleich, wenn es soweit ist, was. Hier gehen wir wieder raus. Nun ist der Zeitpunkt auch, dass wir die Uhr nicht mehr umstellen können, denn, ja, also hättet ihr, wenn ihr das jetzt nicht gemacht habt, Pech jetzt, leider. Das funktioniert jetzt nicht mehr. Wir rennen hier Richtung 12, denn dort ist ja der Ausgang. Und ja, da ist die Tür, die letztes Mal schon so merkwürdig war, ne? Wenn wir da jetzt hingehen, wir klopfen. Hallo? Es ist warm. Oha, das ist gar nicht gut. Oha, da schreit was. Oh mein Gott. Cloud, hinter dir. Ja, einer der ja, sehr bekannten Gegner. Und zwar das Dämonentor. Das Demon Gate, auch im Englischen genannt. Genau, und wie gesagt, das ist der letzte Kampf mit Aerith, den wir hier ausführen. Fürs Erste. Ich lese was vor. Demon Gate hat 10.000 Lebenspunkte, keine Schwächen, ist immun gegen Gift, Gravitation, macht, oder wir machen bei ihr einen halben Erdschaden nur. Also ihr habt halbiert Erdattacken so rum. Ansonsten noch immun gegen Tod, Schlaf, Konfus, Stummstopp, Frosch klein, langsame Versteinerung und Stein, Todesurteil, Berserk-Paralyse und Manipulieren. Ja, Abilities, hier einmal Falling Rocks, die von oben auf, unter, ja, auf Decke uns auf den Kopf fallen, so rum, von der Decke auf den Kopf fallen, mein Gott. Dann haben wir noch Cave In, was ein Magieschaden ist. Dann den starren Blick, welches uns in die langsame Versteinerung setzt. Ein Demon Rush nennt sich das, was ein physischer Angriff ist und auf alle geht, welches, je nachdem, wo sich das Dämonentor aufhält, einen Schaden von 2500 bis 7500 sogar machen könnte. Also Obacht. Sehr, sehr fiese Attacke. Genau. Und noch eine Fähigkeit, die sich Retreat nennt, was sie einfach, wo sie ein bisschen weiter nach hinten läuft. Magieattacken sollten wir hier partout nicht benutzen. Also, ne, wäre jetzt nicht so toll, also wir sollten hier physisch angreifen, denn das Viech hat einen M-Magie-Defensivwert von 450. Ja, ja. Taktik ist dann hier soweit, dass wir auf jeden Fall keine Magie, kein Gift auf der Waffe haben sollten, hatte ich ja eben umgerüstet, denn dann machen wir nämlich keinen Schaden an dem Viech, das wäre doof. Hinterste Reihe wäre vielleicht noch ganz nett, das zu machen, die Kampfgeschwindigkeit sollten wir hier ganz hoch reißen, also ne, in den Einstellungen vorher. Dann könnten wir versuchen, das Dämonentor in den langsamen Status zu versetzen, große Wache hochziehen, Regener gegebenenfalls, weil weiß Wind benutzen bei Gelegenheit.
Ja, und ansonsten angreifen und oder, ich sag mal, magieneutrale Magie benutzen, so rum, wie beispielsweise Bahamu. Ja? Okay. Und oder halt vielleicht irgendwelche Items. Wir greifen mal an. Zack. Achso, stehlen und metamorphen können wir nichts. Nach dem Kampf gibt's ein Gigas-Armlet, was wir vielleicht nachher auch nochmal angucken werden. So, hier haben wir den Dämonensturm, nennt es sich. Macht schon sack viel Schaden. Mit Zid beschwören wir mal. Haben wir den. Genau. Haben wir Bahamu genau, reingelegt. Den schauen wir uns mal gleich Bahamu an. Den Aufrufzauber. Tja, und Eris greift's einfach mal an. Die Megaflamme. Sehr geil. Mach das mal weg hier, damit wir ein bisschen mehr sehen können. Übrigens sind die Attacken, ne? Die fallenden Felsen hier, Falling Rocks und das Cave-In. Die macht auch Kate Fifth in seinem Limit, also selben Animation, ne? Das was auch nochmal gehakt haben. Zack! Ordentlich viel Schaden. So, wir greifen weiter an. Und versuchen einfach mal hier einen weißen Wind nochmal rauszuhauen. Dass wir das Ganze auch gut überstehen hier. Zack. Eris greift wiederum an. Und Cloud könnte einfach auch mal hier so eine große Mega-Abwehr, heißt es ja hier, ne? Einfach mal aufbauen. Und ansonsten angreifen, was das Zeug hält. Schön physisch. Das mag das Dämonentor nicht. Ich weiß auch gar nicht mehr, in welchem Teil es war. War es Final 5? War es Final 5? Ich glaube, es war Final 5 mit den Dämonentüren oder mit den Dämonentüren. Ich glaube, da waren die auch so ähnlich, ne? So, wir machen hier schon gut viel Schaden. Zack, ne, da ist nochmal hier die fallenden Felsen. Zack. Ja, und das war's auch schon. Wenn man gut und stark ist, sollte der Kampf auch ziemlich schnell über die Runden gebracht worden sein. Also immer ein bisschen Obacht. Verteidigen hochziehen, falls ihr noch nicht so weit im Level seid. Ich war schon Level 55, meine Fresse. Und Genesung mastert. Sehr schön. Haben wir das Gigas-Armband. Und damit ist die Szenerie erstmal abgehakt. Da kommt Kelthis, der Lebensretter. Tut mir leid, dass du warten musstest. Ich bin's. Überlass den Rest mir. Um das Übrige kümmere ich mich. Kelthis? Komm schon, Cloud. Komm schon. Cloud, sag was. So, falsch betont. Ich hab sowas drauf. Ich glaube, da fehlt ein Nicht. Ne? Ich hab sowas drauf, genau. Oder er meint's ironisch, kann natürlich auch sein. Ich verstehe. Mir geht es genauso. Ich hab's. Sag uns doch die Zukunft voraus. Okay. Stimmt. Ich habe das schon länger nicht mehr gemacht. Ich bin so aufgeregt, richtig oder falsch. Ich bin immer noch der gleiche. Also, was soll ich voraussagen? Ja. Sag uns, wie gut Cloud und ich zusammenpassen. Oh, das habe ich jetzt mit Kezis gesprochen, ne? Das kostet dich was, nämlich ein Rendezvous mit mir. Ab die Post. Oha, schöne Musik. Das ist nicht gut. Ich kann's nicht sagen. Arme tiefer. Ah. Nein, sag's mir. Ich werd auch nicht böse. Wenn das so ist, gut, ich sag's dir. Sieht gut aus. Ihr seid wie füreinander gemacht. Eris Stern und Clouds Stern. Sie deuten auf eine fabelhafte Zukunft hin. Cloud, lass mich dich verkuppeln. Prediger, ich tu für dich, was immer du willst. Auch schon wieder sehr merkwürdig hier. Lass mich dich verkuppeln, Komma, Prediger, Punkt, Punkt, Punkt. Sag einfach Bescheid, wenn es soweit ist. Tja, hier wird schon von Heirat gesprochen, ne? Obwohl wir ja tiefer im Date hatten. Naja. Aber das ist halt auch so ein Punkt jetzt hier, was so darauf hinausläuft, dass man halt Aerith das Date hatte und so, ne? Das macht das Ganze ein bisschen runder jetzt. Gut. Danke, dass du mir vertraust, obwohl ich ein Spion war. Das ist jetzt der endgültige Abschied. Zwinker, Zwinker,
Zwinker. Sei stark, Kate-Sith. Sie sagte, sei stark. Ich bin so glücklich. Oh, aua. Kann eigentlich eine Stoffpuppe Schmerzen haben? Naja, vielleicht Rezeptoren eingebaut oder so. Ich weiß es nicht. Scheint nur alles dran zu sein, obwohl er gerade ein bisschen geflackert hat. Was ist passiert? Ich glaube, das hat irgendwer anders gefragt, oder? Naja. Ich kann mich noch bewegen. Ja, auch wenn es nur ein ausgestopftes Stück Wolle ist, es ist doch, glaube ich, schon sehr emotional hier gerade das Stück. Auch wenn man Kate Sith vielleicht nicht ganz mag, aber naja. Das muss es sein. Da hat das alte Volk wirklich ganze Arbeit geleistet. Auch ich kann den Planeten beschützen. Das macht mich ganz verlegen. Solch ausgestopften Plunder gibt's haufenweise, mich aber nur einmal. Vergesst mich nicht, auch wenn ihr mal einen anderen Kätzis begegnen solltet. Also dann, auf Wiedersehen. Ich mach mich jetzt daran, den Planeten zu retten. Ja, also ich find's dann doch auch schon, also es triggert ein bisschen, ne? Es triggert ein bisschen die Weinzellen. Ja, wir sehen, Kethis scheint erfolgreich zu sein. Er hat das Rätsel gelöst. Und der Tempel ist implodiert. Da unten liegt was. Das ist die schwarze Materie. Ich werde draußen eine rauchen. Ah, das ist schon was. Hier eine zu rauchen. Ja, damals konnte man noch über Rauchen in Videospielen sprechen, ne? Ist auch ganz witzig, wenn man mal so richtig genau hinguckt, dass... da gucken wir uns gerne mal an, das Bild von Sid. Dass er da irgendwie, der hat da irgendwie so eine Kippe irgendwie hier unter. Also eine Kippenpackung hier irgendwie, glaube ich, unter dem... So eine Brille auf, ne? Ey, sehen wir gleich. Solange wir sie haben, kann Sephiroth den Meteor nicht benutzen. Schlüsselobjekt, schwarze Materie. Ring. Könnt ihr sie benutzen? Ich glaube, er meint jetzt, also redet mit Aerith, ne? Meint ihr? Wahrscheinlich meint er die vom alten Volk, ne? Kann ja sein, dass er auf einmal höflich redet mit Aerith. Nein, wir können sie nicht direkt verwenden. Man muss über große Geisteskräfte verfügen, um sie einzusetzen. Du meinst viel geistige Energie? Genau. Die Kraft einer Person reicht nicht aus. An einem besonderen Ort, an dem es jede Menge Planetenenergie gibt. Oh ja, das verheißene Land. Das verheißene Land? Nein, aber... Sephiroth ist anders. Er ist nicht vom alten Volk. Ich glaube, er kann das verheißene Land gar nicht finden. Ach, aber ich hab's gefunden. Ich bin dem alten Volk weit überlegen. Ich bin durch den Lebensstrom gereist und erwarb das Wissen und die Weisheit des alten Volkes. Ich habe auch das Wissen und die Weisheit derjenigen erworben, die nach dem Untergang des alten Volks kamen. Und bald werde ich die Zukunft erschaffen. Das werde ich nicht zulassen. Die Zukunft gehört nicht dir allein. Wir werden sehen. Wach auf! Halt den Mund! Dieser Lärm! Was ist hier los? Ich renne hier als kleiner Cloud rum? Hallo? Also, Cloud, lieber Junge. Hallo? Nein! Hab keine Angst! Nee! Lass das! Ich kann nicht! Hab keine Angst! Lass das! Nö! Ja, ne, wir rennen hier so als kleiner Cloud rum, aber wir können es nicht verhindern, dass die schwarze Materie an Sephiroth geht. So ein Mist. Cloud! Gut gemacht. Und Sephiroth haut ab. Tja, Sid rennt da oben panisch hin und her.
Cloud, geht's dir gut? Ich hab Sephiroth die schwarze Materia gegeben? Was hab ich getan? Sag's mir, Aerith! Cloud, sei stark, okay? Oh, was hab ich getan? Cloud, du hast gar nichts getan. Es war nicht dein Fehler. Was? Natürlich! Ich bin... Nein! Ha, sieht aus, als käme ich ungelegen. Ich bin Katzis Nummer 2. Freut mich, euch alle kennenzulernen. Was ist hier los? Huah! Cloud, was zum Kuckuck hast du getan? Batz. Ja. Alles überschlägt sich gerade. Alles ist weiß. Was habe ich getan? Ich kann mich an nichts erinnern. Mein Gedächtnis... Seit wann? Weck mich nicht auf, wenn dies ein Traum ist. Ja. Katzis ist wieder da. Wir konnten als kleiner Junge noch da hin und her rennen und Cloud versuchen zu verhindern, dass er Aerith haut. Aber Sid kam an und hat uns einen über den Deckel gegeben. Und jetzt? Cloud, kannst du mich hören? Da waren wir doch auch schon mal. Ich höre dich. Verzeih mir. Vergiss es. Ich kann mir nicht helfen. Oh. Hä? Warum machst du dir dann keine Sorgen? Ja, mach dir doch einfach mal keine Sorgen. Ich kümmere mich um Sephiroth. Hihi. Natürlich. Und Cloud, pass auf dich auf. Brich mir nicht zusammen, ja? Was ist das hier? Dieser Wald führt zur Stadt des alten Volks und wird Schlafender Wald genannt. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann Sephiroth Meteor benutzt. Darum werde ich ihn beschützen. Nur ein Nachkomme der Setra, so wie ich, kann es tun. Darum werde ich ihn beschützen? Sephiroth Meteor, was denn nun? Klingt komisch. Die Antwort liegt hier irgendwo. Es muss hier irgendwo sein. Ich spüre es. Es fühlt sich an, als würde mich etwas führen. Dann gehe ich jetzt. Ich komme wieder, wenn alles vorbei ist. Aerith? Nein! Warte! Ich komme nicht hinterher! Verdammt! Ja, der Vorwärts-Moonwalk, oder wie man das nennen soll. Aerith läuft ins Licht. Sie will sich einmischen. Stur, oder? Ja, schon wieder. Superheldenlandung. Wir müssen dieses Mädchen schnell aufhalten. Huch, wo sind wir? Wir sind in Gongaga. Du siehst nicht gut aus. Wie fühlst du dich? Ja, hier haben wir verschiedene Antwortmöglichkeiten. Die wollen wir uns nochmal angucken. Und zwar... Gucken wir erstmal uns die Antwort an, wenn wir sagen, uns geht's gut. Was ja eigentlich nicht der Fall ist. Wie fühlst du dich? Ja, okay. Das ist gut. Ich hatte keine Ahnung, was passieren würde, sagt Barrett. Ja, dann schauen wir uns noch an, wenn wir sagen, uns geht es gar nicht so gut. Oh, bald ist besser für dich, sagte Barrett. Ja, und dann wollen wir uns natürlich noch die letzte Antwortmöglichkeit angucken. Und zwar, naja, ich weiß nicht. Also, entweder, ja, wir wissen es eigentlich nicht. Was ist mit uns los? Ich weiß es nicht. Finde ich die passende Antwort. Ja, du hast recht. Sorg dich nicht weiter drum. Weißt du, Cloud, Aerith ist weg? Alle suchen Aerith. Aber wie ist sie denn, muss doch Sid wissen, was passiert ist, wo sie hin ist.
Egal. Stadt des alten Volks. Aerith ist auf dem Weg dorthin. Allein? Warum allein? Los, wir gehen auch. Nur das alte Volk. Aerith kann uns noch vor dem Meteor retten. Das ist mir irgendwie blöd geschrieben. Naja. Dann los. Was tun wir, wenn Aerith etwas zustößt? Wenn Sephiroth sie findet, sitzt sie in der Tinte. Sephiroth weiß es schon. Hey, warum sitzt ihr hier noch rum? Gehen wir, Cloud. Nein. Ich könnte wieder ausrasten. Wenn Sephiroth in meine Nähe kommt, wird ich vielleicht... Ja, verdammt. Wegen dir hat Sephiroth die schwarze Materie überhaupt erst bekommen. Es ist deine Schuld. Meine Schuld? Ich weiß, du hast Probleme. Wie wir alle. Aber du kennst dich selbst nicht. So viel aber. Aber du musst begreifen, dass wir aus diesem Zug erst bei Endstation aussteigen. Cloud, wir haben es so weit geschafft. Willst du nicht deine Rechnung mit Sephiroth begleichen? Nein, ich habe Angst. Wenn das so weitergeht, werde ich noch wahnsinnig. Ich habe Angst. Ein verdammter Idiot, das bist du. Hey, überleg mal. Wie viele Menschen kennen sich wirklich selbst? Menschen werden depressiv, weil sie nicht wissen, was Sache ist. Aber sie leben weiter. Sie rennen nicht weg. So ist's doch, oder? Sehr motivierende Rede, Barrett. Cloud, du kommst mit, oder? Ich verlasse mich auf dich. Sehr motivierende Rede, Tifa. Was soll ich nur tun? Verschwinden? Verschwinden? Wohin? Cloud. Moment, Tifa. Gib ihm etwas Zeit. Das muss er allein entscheiden. Du glaubst an Cloud? Stimmt's? Ja, ja. Ich habe Angst vor der Wahrheit. Aber warum? Ja, warum? Wir können uns auf jeden Fall endlich wieder frei bewegen. Bist du wach? Diese Leute waren so besorgt, dass sie an deiner Seite blieben, bis du wieder aufgewacht bist. Du hast echt gute Freunde. Danke. Hast du noch was? Nee, ne? Ja, die Musik fadet gerade ein bisschen aus. Cloud? Hey, wie geht's dir? Ich will nur wissen, wie du dich entschieden hast. Willst du was über dich erfahren oder hast du Angst? Wenn du hier bleibst, wird es dich beschäftigen. Macht nix, wenn du beim Anblick von Sephiroth durchdrehst. Wenn nötig, räume ich in deinem Stachelkopf auf. Cloud, alles wird gut. Wir sind bei dir. Aber... Keine Sorge. Mach dir keine Sorgen. Du hast recht. Er hat recht, oder? Los, lass uns Aerith finden. Ja. Damit haben wir nun Barrett und Tifa mit im Team. Ich glaube, ich werde aber Tifa nochmal nachher austauschen gegen wieder Cid, dass wir da ein bisschen mehr, ne, Limit und so grinden. Ja, ich habe ja gesagt, Aerith entrüsten auf jeden Fall. Denn, ich zeig's nur mal an einem Beispiel her, alles, was sie anhat oder drauf hatte, ist, wenn ihr es nicht weggenommen habt, futsch hikato. Denn, ich zeig's mal an einem Beispiel her. Den Schlagstock hatte ich ihr gegeben und den hatte ich nur einmal im Inventar. Und ihr seht, er ist weg. Ne? Und so auch alle anderen Sachen, die sie angelegt hat. Deswegen, falls ihr jetzt die Schleife ihr gegeben habt, im Tempel, die wäre jetzt auch mit weg, ne? Oder dieses Schmuckband in Häkchen. Das heißt jetzt, um mal ganz kurz noch mein Waffeninventar von Aerith wieder aufzufüllen. Der Typ hier verkauft nämlich diese Schlagstöcker, ja? Deswegen habe ich ihr den Schlagstock gegeben. Kaufe ich ihn hier wieder. Zack. So, haben wir das wieder ausgeglichen. Dass das weg ist. Also wirklich Obacht, wenn ihr das tut, oder wenn ihr gegen das Demon Gate kämpft und ihr habt Aerith nicht entrüstet, dann habt ihr ein paar Sachen verloren. Leider, leider. Ja nun, Gongaga, hier sind nichts weiter zu erledigen. Wir gehen einfach vor die Tür und dann wäre es das erst einmal wieder gewesen für die Folge. 45 Minuten, meine Fresse, ja viel Story, viel Emotion, aber was ich am meisten
nicht verstanden habe, ist, warum Kathis wieder da ist. Das ist immer so ein Punkt, wo ich echt mit hader, dass das so gekommen ist, wie es gekommen ist. Oh, man hätte... ich weiß es nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie ich sagen soll. Man hätte vielleicht Kathis noch ein bisschen größeren Impact geben können im Spiel. Und dann hätte man ihn vielleicht an dem Punkt rauslassen können. Aber dass man einfach sagt, okay, hier kommt Kathis Nummer 2 und in einer Situation, die überhaupt nicht passt, das macht das wieder schon ein bisschen merkwürdiger. Da bin ich... Also läuft man eher confirm damit, wenn man den Tempel mit Kathis spielt, dann ist das Ganze ein bisschen runder, sage ich jetzt mal. Aber das sehen wir ja dann auf jeden Fall nochmal in dem Bonuspart hinten dran, den ich dann, ich hoffe doch zeitgleich hier mit der Folge dann raushaue oder eine Stunde später. Dann ist die ganze Szenerie ein bisschen runder, verstehst du? Weil Kathis ja dann quasi raus ist aus der Party, man ist ja nur noch zu zweit. Und dann kommt er wieder dazu und hilft nochmal quasi, weil Cloud ja gerade auf Aerith einprügelt und so. Das macht das Ganze noch ein bisschen runder, aber das macht keinen Sinn, wenn da irgendwie noch ein anderer, wenn wir da mit einem anderen, wie beispielsweise hier mit Cid rumrennen, und dann kommt Kathis auf einmal schon wieder dazu und es ist ein bisschen merkwürdig. Ja, hätte man vielleicht hätte man noch eine extra Szene einblenden können, wo Cloud sich dann wieder ein bisschen gefangen hat oder einen auf den Deckel bekommen hat und dass dann Kathis kommt, nochmal sagt, hier, hallo, ich bin Nummer 2. Naja, was sie sich dabei gedacht haben, man weiß es nicht. Ja, wie gesagt, das soll es erstmal gewesen sein für diese Folge. Wir haben alles abgehakt. Bossgegner steht ein Häkchen hinter. Wir haben Bahamu-Material als Häkchen hinter und wir haben noch eine Trophy gekriegt, hat es ja schon erzählt. Genau, nächste Folge hatte ich ja gesagt, machen wir noch einen kleinen Bonus-Part. Gucken uns die sämtlichen Variationen an. Ein kleiner What-If, wenn man das so schön sagt. Was wäre, wenn wir mit anderen Charakteren diesen Tempel gemacht hätten? Ist auch nur ein bisschen zusammengefasst. Ich glaube, so lange wird es auch nicht. 15 Minuten oder so. Oder vielleicht nur. Mal gucken. Ihr werdet es ja sehen. In einer Stunde oder so. Oder gleich. Ja, dann darauf die Folge. Weiß jetzt auch noch gar nicht, was wir weitermachen. Wir, glaube ich, werden uns Richtung dem Knochendorf wieder begeben. Wo wir auch schon mal kurz gewesen sind. Und ein bisschen buddeln vielleicht. Das alles dann in der regulären nächsten Folge. Hier von Final 7, dem 100% Lauf. Würde mich freuen, wenn du auf der anderen Seite vom Bildschirm wieder mir zuschauen würdest bei meinen Machenschaften. Hab bis dahin erstmal einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht, wann und wo du das auch gesehen hast. Lass deine Essen schmecken, falls du es nicht auch schon getan hast. Ansonsten wie immer gerne unterstützen durch den Daumen nach oben, gegebenenfalls im Social Media ein bisschen rumstöbern. Unterstützen gerne via PayPal oder, was viel wichtiger ist, durch ein Abo. Just in the moment sind die 600 geknackt. Ich freue mich. Und natürlich Glocke anmachen, damit ihr kein Content mehr von mir verpasst. Bis zur nächsten Folge. Bleibt stabil, habt Dank und tschüss.